Luxury and cruelty go hand in hand. Exile quickly. Some seeds must be. New seeds? Thank you.
I'm not up to that just yet. We will be best friends, Beast, until we slaughter you! You go, little beast! Away! Do not worry, little beast. We are friends now. I'm not up to that just yet. Little beast, away!
thing! It slaughtered everyone! Help me! I'm not up to that just yet. Travel far. It is a what? Going?
I'm not up to that just yet. Those seeds won't grow out here, Exile. Mana is gone. I'm not up to that just yet. Gather this bounty and bring it to the grove. Hmm.
I'm not up to that just yet. Those seeds won't grow out here, Exile. I'm not up to that just yet. This shouldn't be happening. Not in the world I know. Going? Keep your wits about you. Farewell. Thank you.
remember to live. Keep your wits about you. Going.
Farewell. Hello. Hello. I'm not up to that just yet. Gather them quickly. A harvest is ready. My mana is gone. We are friends now.
I'm not up to that just yet. Spread the word amongst your kind, Nightmare. You're not welcome in my world. Swells with life force. Come. See you soon. Bring me back something. Go with courage. Still breathing, eh? Stay out of the shadows. Yes, what is it? Be careful. I'm not up to that just yet.
will be best friends, Beast, until we slaughter you! Gather them quickly. A hard... I'm not up to that just yet.
harvest is ready at last. Exiles, keep your wits about you. I'm not up to that just yet. What's going on? Good luck to you. Can't see why I'd want to do that here.
need something? Bye. What is it? Be careful. Goodbye. Yes? Goodbye. Again, boy. Good luck to you. I'm not up to that just yet. Our crop is ready. Return to the garden.
I'm not up to that just yet. Beatific because you answer to no. And that's why no one will miss you. General Gravisius. Don't do anything I would. Be careful. Yes? Good luck to you.
Yes. Watch yourself. I'm not up to that just yet. The harvest is... My mana is gone. I'm not up to that just yet.
I'm not up to that just yet. Gather them quickly. A harvest is ready. The Beatles pub. What's up? Stay out of the shadows. The rings that bind grow tighter, the plate thicker, the leather denser, all with a single touch.
Still breathing, eh? Good luck to I've never felt further from what I know and love. I'm not up to that just yet. Different from burying the dead, is it?
growth exile. A harvest of life. I like you. I awoke, feverish, barely conscious. I set to drawing with traps, all the same. By morning, my fingers ached. Eyes burned, and still I found no rest. The reverie commanded its rendering. The reverie device now stands completed. I'm not up to that just yet. Thank you.
I'm not up to that just yet. What is it? Bye. Watch yourself. You get in there. Don't do anything I would. I'm not up to that just yet. Man in a bad situation, Fairgraves.
What do you want? I'm not up to that just yet. Hello. Watch yourself. Thank you.
mana is gone. No! Als vorhin das Telefon kam, der Anruf kam, habe ich mich gemutet. Das heißt, ich war jetzt schon wieder eine halbe Stunde. Ach nee, warte, das war nicht bei dem Telefon, sondern als es geklingelt hatte, glaube ich. Dann ist nur eine halbe Stunde. Ich wundere mich schon, dass du nichts sagst. Ich quatsch die ganze Zeit. Ich habe eigentlich gerade gesagt, dass ich eigentlich vorhatte, mal eine Pause zu machen, da ich jetzt seit 3-4 Stunden streame. Aber ja. Aber vielleicht mache ich jetzt eine Pause, bis du mit Essen fertig bist und dann einfach, wenn du wiederkommst, weiter. Bogentante, ja, ist bisher aber auch echt hart. Also, ich halte halt nichts aus. Und ich habe halt nur ein Active Skill gerade. Und ansonsten meinen Dash. Ich glaube, ich bräuchte noch ein paar Auren, aber ja. Ich habe hier keinen guten Dings gefunden. Wieder Scourge. Ach ne, das andere war Split. Das ist mein Hauptsetbild. Sehr schön. Dann könnte ich jetzt theoretisch wechseln. What's up? What up? Fate will find you. Heißt Scourge for Link. Lesser Poison into Poison. Level 31. Ich bin 30. Habe ich also noch nicht. Mirage Infused Channeling ist aber ein Blau. Und jetzt habe ich mich gerade gefreut, dass ich endlich ein Grün habe. Need some help. Poison gibt's nichts. Besser, nee. So, aber auf jeden Fall sollte ich den schon mal leveln, selbst wenn ich damit noch nicht spiele. Ich kann tanken, das ist schon mal gut. Wollte eh eine Folge Naruto schauen, können aber auch um 17 Uhr anpeilen, dann hast du eine Pause. Ja, wobei 17 ist schon wieder eine Stunde vorm Abendbrot. Aber ja, irgendwie so in dem Dreh. You get in there. Fate will find. Spielt ungefähr 3 Stunden mit dem Char. Hey Arion. Ja, ich habe heute Mittag schon mal 2 Stunden gestreamt, glaube ich. Da war der Wotan dabei und die Fichu. So, was soll ich gerade machen? Ich bin verwirrt. Poison. Achso, die Anforderungen. Aber die anderen Anforderungen kann ich quasi sparen. Piti. So, wie weit bist du, Shiro? Du bist komplett Akt 1 gerade ganz am Anfang, oder was? Die Frage ist, ob wir nicht sowieso einfach getrennt streamen und jeder für sich läuft, weil A ist der Multiplayer eh nicht so cool in dem Spiel, weil man sich halt einfach den ganzen Loot wegmutet. Jetzt bin ich 31. Und B laufe ich eigentlich fast nur durch. Die Dinger mache ich zum Beispiel gar nicht. Die sammle ich bisher nur. Das war einfach nur Quatschen und wenn du Hilfe bei einem Boss brauchst, dass ich dir dann helfe oder so. Ein Opfer für Glied. Und
du spielen, streamen. Die Frage ist, ob es dir sehr viel Spaß macht, wenn ich halt vorrushe, weil ich will halt ungern 100 Stunden mit dem Ding spielen. Wie viel hast du jetzt schon gespielt? Weil ich bin halt bei einer Playtime von 3 und bin halt Akt 3 fast durch. Das ist eigentlich ziemlich gut. Siehst ja gerade so, das ist ja eigentlich eine ziemlich Kackstelle, was so mein Tempo ist. Und ich habe trotzdem 2 Level schon zu viel. Obwohl ich kaum kill da eigentlich. Aber wenn ich kille, dann halt gleich große Gruppen. Ah, kann man. Ah, Sarkassen-Bob. Stunden. Ja, das habe ich auch gemacht. Zwar keine 2 Stunden dafür, aber da habe ich auf jeden Fall auch immer getrödelt. So, Lunaris. Ich bin gleich da. Ich mag die Tank aber nicht. Mal gucken, wie lange es dauert. Ach ne, ist ja erstmal sie. Lunaris kommt ja später. So, sie quatscht hoffentlich noch ein bisschen. Ja, wobei, den hätte ich mir eigentlich mal noch aufheben sollen, weil ich jetzt keine Dodge-Rate mehr habe für Skills. Sie macht ja nur Skills. Das dauert auf jeden Fall ganz schön lange. Wo ist sie? Da. Colossal Mana, sehr schön. Das Rezept darf ich natürlich nicht vergessen. Naja, wir schauen mal, würde ich sagen. Go with courage. Stay out of the shadows. Grigor. Be careful. Hast du dein Labyrinth schon gemacht? Ich vermute mal noch nicht. Aber wissen tue ich es nicht. Saal, aber ist enchanted. Ja, das habe ich. Oh, krass, hast du schon, ja. Hätte ich nicht gedacht. So, Imperial Garden. Und das müsste, glaube ich, immer hier rechts sein. Yes. Und hier dieses Baumding finden, ist zwar nur optional, aber ich glaube, es gibt einen Skillpunkt.
Und das große Tor zum Tempel, und dann kommt auch schon Endboss. Ich sterbe halt nicht. Da ist schon der Endboss. Ah ne, die Bücherei. Die Bücherei mache ich. Die Bücherei ist cool. Naja, eigentlich ist die Bücherei doof, aber ich brauche die Quest. Denn wenn man die Quest in der Bücherei macht, hat man einen Händler, der einem alle möglichen Gems, die nicht irgendwie eine Stufenanforderung haben, verkauft. Da oben ist er. Ziosa. Und deswegen ist er auch direkt ein Teleporter. So, aber vorher muss ich die goldenen Seiten finden und dazu muss ich erstmal den Eingang finden. Da oben vielleicht. My mana is gone. Da ist es. Musste da dann erstmal mit den ganzen Gems schauen, als ob der, als ich von den 8 Stunden habe ich vielleicht 4 Stunden zum Spielen benutzt. Ich bezweifle zwar, dass du wirklich 4 Stunden an den Gems geguckt hast, aber trotzdem bist du mit 8 Stunden Akt 4 schon gar nicht mehr so schlecht. Aber du hast das Spiel auch nicht zum ersten Mal gespielt. Da kann man sowas auch erwarten dann. So, da ist das erste Blümchen. Hast du das hier schon gemacht mit diesen, mit den Samen? Also, soweit ich jetzt verstanden habe, hat man halt die vier, hat man halt diese Dinger, wo man die Samen pflanzt. Und dann kann man sie ernten. Und das gibt wiederum Lebensenergie. Den kann ich jetzt ernten, das mache ich auch, glaube ich, gleich. Der auch. Wobei, der ist schon voll. Es sind alle voll, ich kann alle drei machen jetzt, okay. Wenn ich reinkomme, sagt er mir immer, ich soll einen Kompressor bauen, aber ich habe gar keinen Kompressor oder was auch immer. Die Dicken. Und dann droppen die nicht mehr was. Ich mache einen großen Samen. Das ist doch gemein. So, was passiert denn, wenn ich jetzt sage, Kondens. Stored, you can be used to encourage the growth of power seeds planted within the sacred grove. Okay. Kill it, exile, quickly. Level up und all meine Gems auch. Du musst unbedingt, ich habe jetzt noch nicht alles gelesen, aber du musst unbedingt Fertilizer auf Englisch umstellen. Das Spiel macht keinen Sinn, auf Deutsch zu spielen. Sorry. Have you ever considered trading the sword for the plow? Da sind Dicke dabei. Endlich mal wieder einen größeren Samen. Life Force. So, und der geht aber jetzt in den Tank rein. Der stort das. Was auch immer das bedeutet. Ein 38er haben wir dafür jetzt bekommen. Krass, krass. Musste da erstmal eine ganze 2 Stunden Games, eine halbe Stunde anders sehen und circa eine Stunde mit dem Samenzeug verbracht und durchgelesen. Hey, aber den Samen hast du Zeit reingesteckt, wa? Kompressor, wie heißt das auf Deutsch?
Was heißt ein Kompressor? Kompressor mit K, doch, das ist doch auch das deutsche Wort. Welche sind es denn? Noch zwei, sagt er. My mana is gone. Wo ist es hin? Und Sackgasse. Ich kämpfe zu viel, ich bin zu langsam. Ich müsste eigentlich gerade da, wo ich das Dings bekommen habe. Den Scorch Arrow Skill, also nach PT, hätte ich eigentlich Level 28 plus sein sollen. Ich war jetzt schon 31, glaube ich. Zwei Felder von einem. Ich weiß aber nicht, wo man den Speicher herbekommt. Ich speichere gerade nur lila Energie. Ich glaube, ich habe einmal was gecraftet und dadurch wieder irgendeine Quest erfüllt und dann habe ich diesen Speicher da bekommen. Aber ich habe ihn leider bei den blauen gepackt. Ich kriege eher den anderen voll. Da unten ist er. Wahrscheinlich kriege ich den anderen, diesen Kompressor, nachdem er da verlangt, vielleicht erst, wenn ich die nächste Quest erfüllt habe. Beziehungsweise wenn ein so ein Tank immer voll ist. So, Life Leech, Fork, Fortify, Icebite, Poison Support. Das könnte das sein, was ich gesucht habe. Und Second Wind brauche ich auch für meine Dings. Für meinen Dash, genau. Und das für Scorch. Support ist die 20 mal Damage bis Poison. 60% to poison. Okay, heftig. So, habe ich noch genug, um Second Wind zu kaufen? Krass, das steht hier bei mir schon. Ach ne, hier stand es nicht. Das stand in seinem Skill-Ding drin. Kostet ein Orb of Chance. Also darf ich jetzt ewig wieder hin und her. Life is precious. Was gibt's eigentlich zu essen? It's so good to have. Ah, Hurensohn. Second Wind. So, und wo ist mein Dash? Da ist mein Dash. Die Rüstung kann ich fett nehmen für Dings. So, ich glaube, die ganzen Dinge kann ich langsam mal raushauen wieder. Was sagt er denn? Scorch? 4 bis 6. Lesser Poison? Was? Lesser Poison? Ich habe jetzt nur Poison. Dann habe ich doch das Falsche wahrscheinlich genommen. Lesser Poison. So, was gehört? 40% Chance to Poison on Hit. Chaos Damage. Okay. 40% Chance to Hit. Da ist das 60 Chance to Hit. Poison on Hit. More Damage with Poison. Okay, Chaos ist scheinbar wichtiger als das da. Lesser Poison into Poison. Was heißt denn das? Lesser Poison into Poison.
Heißt das doch austauschen? Ach, das ist so confusing. Mirage ist hier irgendwo drin. Infused Channeling. Level 4 from different class. Or after Act 3 Library Quest. Need a lot of int. Infused Channeling. Infused Channel. Das ist ein blauer. Okay. Deadly Elements. Wobei, Unbound. Nehmen wir erstmal Unbound. Elements. Die kann ich ja alle schon mal leveln. Deadly Elements. Deadly Element Support. Wenn ich irgendwann mal einen Sechsling habe. Vile Toxins. Gibt's noch nicht. Level 38. Swap in for Mirage against Bosses. Ansonsten mache ich das. Sadly, Onslaught only works if you hit kills enemies, not dot. Best Falling ist Poison, Mirage, Deadly oder Lesser, depending on the bow. Achso, Best Falling mit... Achso, da hat das so gemacht. Ich verstehe. Okay, mit 4 Grün ist... Dieses Lesser Poison, Poison kaufe ich mir jetzt doch nochmal. Poiseon ist der Bruder. So, okay, sollte reichen. Weil kann ich noch nicht an die anderen Dinge, habe ich schon. Und die trainiere ich jetzt auch schon. So, Imperial Garden. Imperieller Garden. Da. Bevor meine Karte nämlich weg ist. Sehr schön. Und dann bin ich mal gespannt. Was haben wir hier? Da ist Scorch. Ach ja, wir haben es ja schon irgendwo reingepackt. Scorch. Soll oben drin sein. Feeling grün. Scorch. Mirage. Deadly oder Poison. So, dann will ich mal gucken, was der Unterschied ist. Deadly macht Support Skill Deeds 45% Damage des Aliments. Support Skill Deeds 10% less. Deeds 10% less Damage with Hits. Damage with Poison. Chance to Poison. Oh, ich werde angegriffen. Der traut sich ja was. Nee, warte, andersrum. Ein Slot weg, Wishes weg. So, das zweite ist Poison. Das kommt auf jeden Fall rein. Dann kommt Mirage und dann kommt Lesser oder Dings. 40 Chance zu Damage on Hit. Macht's dann für einen Unterschied. 266. 297. Dann gehe ich erstmal auf Damage. So, Aliment wird laden. Rain of Arrows increased. Kann das mal weg? Das brauche ich eigentlich nicht. Added Code brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Blind habe ich irgendwo gelesen, dass ich das brauche. Dash und Second Wind bleibt. Was macht Second Wind? Increased Cooldown Recovery. Und ein Use. Ah, deswegen kann ich zweimal porten. Sehr nice. Das gibt auf jeden Fall mehr Speed rein. So, aber dann würde ich trotzdem mal in die Stadt. Ich bräuchte nochmal einen Einhandwaffe. Und dann ein Einhandschild mit 3 Grünen.
beziehungsweise zwei. Ich könnte auch den da nehmen. Ach komm, komm, ich kaufe das. Und dann mache ich's. Dann verarbeite ich's. So, und zwar machen wir es erstmal wieder auf 20 Quality und dann, wie werden wir es verwandeln? Cold Resistance, Energieschild. Da ist auch noch Int drauf, das ist sehr schön. So, dann haben wir jetzt wieder einen Vierling und dann machen wir da nämlich Rain of Arrows noch rein. Mit Wishes, mit... Onslaught. Geht nicht, weil Stärke fehlt. Das ist jetzt natürlich doof. Aber nicht schlimm. Wir machen einfach bei der Workbench. Noch Stärke drauf, hoffentlich. Geht nicht, weil er hat kein Mod mehr dafür. Ist hier ein Mod frei für Stärke? Auch nicht. Ist hier ein Mod frei für Stärke? Auch nicht. Da ist nirgendwo was drauf. Meine Waffe ist ja noch. Achso, das ist die andere. Der Dingskill ist ja auch nicht aktiv gerade. Tja, dann live. Live schadet schon mal nicht. Da ist schon live, dann machen wir Dings. Ich könnte mir einen anderen Ring vielleicht machen mit Stärke. Hello. Welcome. See you soon. Oder ich nehme einfach einen stärkeren Ring. Mickey Brawl Stars. Hey, vielen Dank für deinen Sub. Ich mache auch gleich weiter. Ich wollte nur schnell meinen neuen Skill wechseln. Du bist jetzt Scorch. Du Rain of Arrows. Moving without hit. Without moving. Passt so. Normalerweise, da ist nur Dex drauf. Okay, Physical, aber ansonsten ist der Kacke. Da ist Dex und Int drauf, aber ansonsten auch Kacke. Ich brauche Stärke gerade. Stärke und Dex, das klingt doch eigentlich gut. Wobei Stärke und Int wäre noch besser. Oder alles auf all Attributes. 16 auf all, das klingt doch nice. Nehme ich doch den. So, zack. Und den müssen wir jetzt noch irgendwie Leggy machen. Verkauft der Alchemie-Orbs? Nein, tut er nicht. Habe ich noch einen Alchemie? Vielleicht. Nein, habe ich nicht. Egal, dann muss ich einen Weiß reinnehmen. Ah, fuck, das ist ein Amulett. Ich bin so doof. Yes. Mein Amulett ist geiler. Wir brauchen einen Ring. Mist. Fire, Cold. Ah, das war voll fail gerade. Resistenzen müssten wir eh auch mal aufbauen. Na egal. Dann machen wir es mal weiter. Es geht ja eigentlich gerade nur darum, Onslaught weiter zu leveln. Aber das muss ja gar nicht. So, und dann wollen wir mal noch den Gebietsboss besiegen. Das ist so angenehm jetzt, dass das zweimal stackt. So, war kurz mal in der Küche. Bin erstmal essen und eine Folge Naruto schauen. Schreib dir dann mal auf WhatsApp, ob du dann zusammenspielen willst oder nicht. Sonst kann ich ja nach dem Essen ohne dich streamen. Huch, falscher Weg.
Ich weiß halt nur nicht, ob es sehr effizient ist und ob du nicht dann genervt bist, wenn wir so spielen. Oh, krass. Oh, krass. Der Damage haut rein. Und die alle sind ja auch alle auf 3. Ich habe eben mein Damage gerade allein mit dem Skillwechsel schon gepusht und jetzt auch noch Poison und dieses Weiterschießen, das ist ja mega. Why do we insist on building mountains? Why not just go and climb them? Das mit dem Abprallen ist mega nice. Jetzt ist es schon auf 314 hoch durch die Level-Ups. Ich kann das scheinbar aufladen. Oh, aber Schaden machen die Gegner inzwischen auch. Und es war halt vor allem noch ein schwacher Bogen. Da ist der Kasse. Der Giftschaden haut auch gut rein. Alle, die einmal getroffen wurden, verrecken am Gift. Kann ich einfach rumlaufen dann. Anhitten und weiter. Dann war auch, glaube ich, der Lesser Poison besser. Und das Gift breitet sich aus. Wie geil ist das denn? Das ist so heftig. Die sterben halt. Und schießen dabei wieder Pfeile in die Gegend. Die wiederum andere treffen und weiter infizieren. Aber natürlich geiler, wenn da auch Gegner sind, die es verbreiten können. Das heißt, gegen Single-Target-Bosskämpfer wird es jetzt bestimmt hart. Place the Collector, sagt er schon wieder. Hä? Da hinten wahrscheinlich.
mana is gone. Vor allem, weil die auch immer zu unterschiedlichen Zeitpunkten sterben, triggern sie halt auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten, weswegen dann durchgehend bei großen Gruppen Giftpfeile durch die Gegend schießen. Schon böse. Vierer Linkstab in Gelb und Bunt. I'm not up to that just yet. Und da ist der Rooftop. So, aber jetzt soll ich mal kurz gucken. Sadly, also only works if you hit kills, not the dog, bla bla bla. Why Toxin? Fand ich ja nicht. Spap in Mirage for Bosses. Okay, dann ist ja Mirage jetzt besser. Schön, dass hier so viel Ads sind. Das erleichtert das Ganze. Ich mache einfach mal kaum Mana-Konsum. Ich habe Zeit, dass ich eine Aura mit reinnehme. Wir haben ja jetzt die Bücherei. Wir können uns ja wahrscheinlich jetzt alles holen, was wir brauchen. Aber krass, dass der Boss dann trotzdem so leicht ist. Wenn man denkt, wie lange ich am letzten gestruggelt habe. Schon auf 340 hoch. Wow, der hat wehgetan. So, Dominus mal. Ach nee, Phase 2. Das Phase 3 wäre dann noch. Die ersten gingen ganz schön lange. Ich kann mich erinnern, dass bei den letzten Mal immer so viel Platz kam.
ganz knapp. I'm not up to that just yet. Some of us live to regret our mistakes. Some of us don't. Try not to take it personally. What is it? So, Akt 4. Schade, dass es noch nicht Akt 9 ist, das Blut erquickt. And San was the foulest of them all. Mitten in alle Sterne. Das Doofe ist nur, ich laufe weiter. Wenn sie fallen, müsste ich wieder zurücklaufen. Wenn was fallen gelassen wird, was gut ist. So, ich gehe jetzt noch schnell zur Stadt und dann mache ich erstmal wieder ein Päuschen. Grove Bow. Level 34. Und circa 4 Stunden, Akt 4, das kommt doch gut hin. In jedem Akt eine Stunde. Den Skillpunkt, der noch fehlte für das. Dodge Spells. Wir brauchen alle noch. Krass, auf dem ganzen Blut. Ja gut, ist noch nicht Blut abgeduckt. Auf dem ganzen Aquäduktweg nicht ein Item gekommen. Gut, ich habe einen semi-strikten Filter drin, aber trotzdem. So, sie hat keinen Bogen für mich. So, was macht meiner? Was macht der? Physical Damage. Strike, Maximum Life. Der ist eigentlich low. Ne, der ist der besser, was vor allem Damage angeht. 304. Bam! Was für ein Sprung. Weißt du? Achso. Apropos, ich suche ja noch eine Waffe. Divination Cards. Ich habe immer noch kein Alchemie. Kann ich jetzt aber ein Alchemie kaufen? Mindestens nicht bei ihr. Da ist ein Dreier. Ist das ein Zweihand? Ne, Einhand. Sehr schön. Oh wei,
Die hatte doch was, aber leider nicht die, die ich brauche. Der hat einen Alchemie. Oh, ein Orb of Greed. Will ich den dafür opfern? Nee. Guti, dann machen wir hier erstmal einen kleinen Break. Und dann bis später mit der